Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder bei Let's Play World of Warships dabei seid. Und ihr seht, wir haben ein wunderschönes Schiff hier am Start. Und zwar die Amagi Tier 8, gespielt von Admiral Akbar. Ich glaube auch nicht das erste Mal bei mir auf dem Kanal zu sehen. Aber schön, dass die Leute, die was einschicken, da auch immer dranbleiben, weiterhin Sachen einzuschicken und eine Ansporn für diejenigen, die es noch nie hier geschafft haben, gezeigt zu werden. Wie gesagt, ich bevorzuge keinen und ich glaube und denke, das ist, wissen auch die meisten. Aber dieser Vorwurf kommt ja immer wieder vor, deswegen an dieser Stelle einfach nochmal gesagt. Naja, jetzt schauen wir mal, was er da so reißen kann. Wir machen hier mal ein bisschen schneller. Nochmal ein bisschen schneller. Jetzt hat er gleich die Möglichkeit, glaube ich, zu schießen, sobald da wieder der Gegner sichtbar ist. Und da ist er auch schon. New Mexico oder die Miyoko. Und da sind die Schüsse jetzt von ihm unterwegs in der Luft. Komm, glaube ich. Oh. Alter Verwalter, hat er die schönen gesetzt. Vernichter Schlag, erstes Blut, zwei Zitadellen. Bam, weg ist es. Das gegnerische Schiff. Not bad at all. Und die New Mexico dreht da stark bei. Ah, das ist leider nur die Abpraller. Muss ein bisschen warten, weil jetzt kommt er gerade nicht so über die Insel hinweg, aber jetzt käme er, aber die York gerade auch hart am Eindrehen. Und jetzt vielleicht, der schießt auch auf die Amagi, mal gucken. Na, aber die ist ein bisschen arg langsam. Deswegen hat er da ordentlich davor gehalten. Bekommt hier auch einen Treffer ab. Brennt, da muss also jetzt gleich reparieren. Noch macht das nicht. Brennt immer noch. Warum? Wieso? Vielleicht ist er so konzentriert. Aber man sieht doch, das ganze Schiff lodert. Okay, also keine Ahnung, vielleicht Anzeigebug, dass die Reparatur draußen ist oder sonstiges, aber eigentlich müsste er reparieren können. Keine Ahnung, warum er es nicht tut in dem Augenblick, aber ich kenne es zumindest in der Form, dass ich es einfach ab und an gerne übersehe. Vielleicht will er auch reparieren und heilen und nicht reparieren. Auch möglich, weil mit der Heilung, ja, vielleicht war das der Plan, weil man sieht, mit der Heilung macht das ganz fast genau wieder auf dem Punkt, wo es vorher war. Kann sein, dass das der Plan war und dass er die Reparatur nicht nutzen wollte, weil er gewusst hat, es klappt. Möglich ist alles. Jetzt braucht er die Türme hinten nach vorne. Oder beziehungsweise auf die linke Seite ausgerichtet. Also Backboard, aber die brauchen ein bisschen, bis sie so weit drehen. Und da ist die York. Vielleicht jetzt 16 Kilometer, 10 Sekunden. Und Schüsse sind raus. Oh, die könnten... Ah, vielleicht... Naja, zwei Treffer. Aber ich glaube, da hat ihm das Manöver, das er gerade noch ein bisschen beigedreht hat, gut getan, der York. Sonst wäre das Ganze vielleicht ein Ticken unangenehmer geworden.
So, und neben ihm ist die New Mexico gar nicht mehr so weit weg. Linke Hand, aber er geht jetzt wohl nochmal auf die Amagi. Muss auf jeden Fall schießen, genau bevor jetzt alle in die Insel bratzen. So sind es dann doch nur zwei Türme, die da reingegangen sind. Na? Er dreht hier bei. Aber scheinbar kein Treffer. Das war wohl nichts. Und jetzt Richtung New Mexico mal auslegen. Das könnte vielleicht sinnvoller sein. 12 Kilometer gute Distanz. Türme sind tendenziell auch richtig ausgelegt. Da. Schau mal, der erste 10.000er Schwung an Schaden. Und der hat ja noch welche, die jetzt nachziehen. Da wollte die New Mexico sehr die Michael Kutusow haben. Aber dass hier hinter halt noch so ungemacht droht, das hat er vielleicht gar nicht so erwartet in dem extremen Umfang. Mal schauen. Der nächste könnte ihn schon wegmachen. Dreht auf jeden Fall perfekt bei, so wie er das jetzt brauchen würde. Schüsse kommen, glaube ich, sehr gut an. Und, oh, nochmal 9000 Damage und jetzt die nächsten zwei auch nochmal. Mal schauen, was die jetzt hier machen. Wow! Nur noch 500 Hitpoints gehabt. Heilt sich aber hoch. Und wieder 600 runter. Und die New Mexico schafft es perfekt gerade noch, ums Eck zu fahren. Jetzt wird es hier ein bisschen ruhiger. Man sieht die andere Seite. Da ist eigentlich so die Hauptstreitmacht. Oh, die Amagi. Die braucht jetzt auch mal einen Schwung. Da ist er raus. Und wieder vernünftig getroffen. Vier Treffer kamen deinem Ziel an. Also. Der Damage jetzt schon bei 70.000. Ich kann euch aber verraten, da kommt noch einiges. So, die Benson schießt jetzt auf die New Mexico und nimmt sie raus. 600 Hitpoints, das muss dann einfach mal weg. Und jetzt mit der Amagi. Ich glaube, die will er jetzt auch mal langsam mal, aber schön treffen. Zwölf Kilometer vernünftige Distanz. Ein Treffer langt für eine Zitadelle und 12.600 Schaden. Und er dreht sich auch gleich, das sieht man sehr gut, er dreht sich gleich wieder gut rein, um nicht die ganze Zeit seine Seite zu offenbaren, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt, sondern er dreht nur dann rein, wenn er auch wirklich selber schießen kann. Wenn er aber das nicht kann, dann dreht er wieder ab und oh, könnte jetzt Schlimmes passieren. Über ihm hat er da ein Geschwader Torpedoflugzeuge. 17.400 Schaden. Und auch die Flugzeuge holt er sehr gut runter. Dreht hier sehr schön. Bekommt hier leider 1, 2, können 3 Torpedos. Boah, der. Drei Torpedos hat er jetzt hier abbekommen. Also reparieren und heilen heißt es jetzt. Und jetzt gemacht eine Runde Landgang. Das könnte ich sein. Aber man sieht zumindest die Flugzeuge. Die funktionieren schon mal sehr, sehr gut. Immerhin 8 abgeschossen. So, jetzt muss er hier unbedingt von der Insel weg. Hashtag Landgang ist einfach nicht so nice. So, auf die Amagi könnte er eigentlich auch schießen. Ja. Amagi ist sehr langsam, hat er gut ausgeguckt.
Deswegen eine Zitadelle und vielleicht sogar noch eine zweite, weil er einfach gut gezielt hat. Nee, schade. Hätte ich ihm gegönnt, dass er da noch eine weitere Zitadelle trifft. So, und der schießt. Und jetzt zeigt er ihm seine eigene Breitseite. Aber Schüsse kommen sehr vernünftig. Schade, nur 4100 Damage. Aber man sieht oben, er hat schon ganze 124.000 gesammelt. Gegner liegt aber mit den Tickets vorne, capt jetzt auch den eigenen Punkt. So, und hier sieht man schön am Schornstein, dass die Amagi hier sich rückwärts bewegt. Auch spannend. Aber er kriegt leider jetzt nicht die Treffer hin, die er brauchen würde. In dem Fall schon fast eher mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wenn man dem Ganzen einen Untertitel vergeben müsste. Und scheinbar orientiert er sich jetzt auf seinen Punkt, um da zu verteidigen. Die New Orleans und die Atago, die natürlich beide hier für Stress sorgen. Oh Gott, 11 Kilometer. Schön die Seite. Das, glaube ich, dürfte eine Vernichtung werden. Schüsse kommen sehr ideal. Oh, doch nur 6000. Also hat er nochmal ein Ründchen Luft. So, jetzt fährt die New Orleans direkt auf ihn zu. Das Schöne an der New Orleans als Gegner, man weiß, Torpedos braucht man keine fürchten. Und hier dieses 1-on-1, ja, das ist sehr eindeutig, wer das am Ende gewinnt. Und man hat gesehen, es kamen eigentlich nur zwei Granaten an, aber die haben auch schon gereicht für die Zerstörung. Und jetzt noch die Atago. Und da wieder Flugzeuge, da muss er wieder aufpassen. Die auch auf ihn draufhalten. Ja, schaut auf die Atago, was die so macht. Die Flugzeuge selber werden da Gott sei Dank gut runtergeschossen. Da ist auch noch eine Jagdstaffel in der Luft. Und bei den Torpedos, da waren sie noch nicht scharf. Deswegen hat der eine keinen Schaden gemacht. Sehr gut den Winkel und die Distanz zu der Staffel verringert und dementsprechend kein Schaden. So, Atago. Jetzt musst du beidrehen. Darauf wartet er jetzt auch, glaube ich. Ja, macht sie jetzt gerade in dem Augenblick. Und leider keine Zitadelle. Aber wir sind schon bei 150.000 Schaden. So, die Mutsuki ganz schön nah bei der Atago. Torpedos sind da jetzt im Wasser. Ganz schön breite Salve an dieser Stelle. Und jetzt wartet er eher hier mit der Amagi, bis die Breitseite wieder da ist. Und nochmal sehr schöner Treffer. Damit Großkaliber und Unterstützer schon mal klar gemacht. Und über die Insel hinweg auch nochmal eine Zitadelle, nochmal 13.000 Schaden und jetzt hat sie nur noch 944. Ja, das ist natürlich kaum mehr was. So, und gerade war es mit den Tickets ganz schön eng, aber mit der Zerstörung rückhalber liegen sie wieder hinten und auch nur noch 3 Minuten 50 auf der Uhr. So, die Benson muss hier mal wieder die Sicht klar machen. Da ist auch die York schon. Das ist natürlich schon eine ordentliche Distanz.
So, er hält so weit vor, dass er über die Insel schießen müsste. Und auch 4 Treffer. Schön gemacht. Frage ist natürlich, wie viel hat er denn noch? Flugzeuge könnte noch ein paar abschießen. Ja. Ein wahrer Flugzeugkiller, muss man ja schon fast sagen, hier die Amagi. Wusste gar nicht, dass die eine so starke Anti-Air hat. Oh, und er macht hier... Er kuschelt mal wieder ein bisschen. Man sieht, Fahrt wird sofort reduziert, weil das war wohl so nicht beabsichtigt. Ah. Und da ist er mal wieder... Ja gut, das ist jetzt kein schöner Landgang auf so einem eckigen Felsen. Also ich hoffe mal für die Crew, dass das nur ein ungeplanter Stopp war. Oder vielleicht auch ein geplanter, weil er weiß, er kann so schnell gar nicht abbremsen und rückwärts fahren. Vielleicht wollte er das so. Mittlerweile bei ihm traue ich ja alles zu. Wobei die Torps von der York zumindest so gefährlich sind sie jetzt nicht, weil von der Distanz her waren sie noch weit genug weg. Und jetzt die Schüsse raus, komm, nimm sie mit. Ah, schade. Aber jetzt musst du doch mal langsam das zeitliche segnen. Nämlich nur noch eine Minute 15. Oh, und ganz schön viele Torps wieder hier im Wasser. Aber er hat hier ein sehr gutes Movement. Und kann ja in der Regel das Schlimmste erwehren. Aber man sieht, der Schaden ist auch da nicht so wirklich groß. Jetzt kann er auch noch reparieren und heilen. Und mittlerweile 23 Flieger abgeschossen. Jetzt komm schon, nimm ihn mit. Und jetzt mittlerweile liegen sie auch in Führung. Problem gelöst. Die letzten 30. Komm schon, einer muss nur treffen, ein einziger langt. Und da ist er auch schon. Perfekt. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Ja, an dieser Stelle leite ich schon mal das... Outro so gesehen ein, weil es passiert nichts mehr, die Zeit geht runter, durch die mehr Tickets gewinnen sie das Match. War eine schöne Runde, in Summe hat er sogar 190.000 Schaden gemacht, also wirklich ein Sack voll Damage. Ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.